Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part Bearride. Im letzten Part haben wir ja die goldene Fische-Quest Teil 2 zu Ende gemacht. Hat auch super funktioniert mit meinen drei Gefährten, war easy peasy. Das Lager dort haben wir zwar nicht geschafft, aber gut, es gibt Schlimmeres. Im heutigen Part gehen wir dann nach, wie heißt es denn gleich? Ich glaube Bradford. Und ja, gucken uns einfach mal an, was uns da erwartet. In dem Sinn, Leute, viel Spaß und let's go! Im letzten Part sind ja meine drei Gefährten, die ich dabei hatte, gestorben. Die sind jetzt zum Glück aber schon wieder bei uns im Lager. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen auf die aufpassen, dass nichts passiert. Leute, wisst ihr, was mir eingefallen ist? Ich habe ja den Forschungstisch hier und den anderen oben bei der Dorfhalle. Und ich kann ja einfach jetzt hier auch das robuste Hemd in Auftrag geben, denn zwei Riemen habe ich schon. Wenn ich jetzt drüber gehe zu dem anderen und da noch einen Riemen kaufe, dann haben wir zumindest mal die Riemen für das robuste Hemd und dann ist es vielleicht auch leichter, endlich mal diese Quests fertig zu machen, wo ich ein robustes Hemd brauche. Genau, deswegen, jetzt düsen wir ganz kurz zu dem netten jungen Mann da drüben. Ich hätte jetzt fast Hiopai gesagt, aber das hat natürlich keiner gehört. Psst. Jawohl, ja. Wie heißt er nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Michel. I'm a professional in crafting weapons and armor of the highest quality. Gegenstände zum Kauf. Kaufen, Riemen. Verkaufen, nischt. Dankeschön, Michel. Jetzt haben wir endlich unseren letzten... Jetzt haben wir endlich unseren fucking letzten Riemen. Mann, ich verstehe nicht, was das hier immer so hässlich rumtut. Ne, dann düsen wir also wieder zurück mit unserem neuen Freund, dem Riemen. Packen den dann gleich in den Forschungstisch und dann wird es ja eh schon wieder Abend. Das heißt, wir können auf jeden Fall gemütlich pennen gehen und uns dann am nächsten Tag in die Richtung von Bradstow, oder? Bradford begeben. Gut, einmal Riemen bitte in die Forschungsbank. Und wie schaut es denn aus? Also da passt alles noch. Einen Verband habe ich dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob mir das reicht. Lasst uns doch mal Looky Looky machen. Wie weit sie mit dem Bauden sind. Was ist eigentlich hier? Das ist doch einfach nur... ein einfaches Wohnzelt. Baumstamm fehlt und Holz. Ja, Leute, kümmert euch doch drum. Kümmert euch drum. Er forscht indessen an unserem Jägerlager. Ach, da, genau, da fehlen uns ja noch die drei Hirschfelle. Und das robuste Hemd ist fertig erforscht. Very good. Dann, ach so, da muss ich dann zurück. Ah ja, ich wollte ja aber erst einmal gucken, wie es denn hier so läuft. Okay, dafür fehlt Stroh. Ist natürlich jetzt wieder die Frage, welches Stroh fehlt. Und ich denke, hier war es auch nur noch das Stroh. Ja, genau. Okay, dann müssen wir vielleicht mal wieder einen Strohauftrag geben. Ich weiß es jetzt nicht genau. Schauen wir da mal hin. Und ich wollte zur Weberei und gucken, was das robuste Hemd kostet. Ich gehe mal davon aus, dass es dann auch Riemen kostet, wenn es schon... Riemen kostet. Mein Gott, bin ich heute wieder witzig. Weil Weizen kriegen wir aktuell irgendwie immer ein bisschen genug. Das weiß nicht, hier glaube ich, oder? Robustes Hemd. Robustes Hemd kostet keinen Riemen. Ja, ach so. Aber ich muss dahin. Wo bist denn robustes Hemd? Da. Davon brauchen wir, glaube ich, eine ganze Menge. Deswegen... mach doch einfach mal 10. Sehr, sehr schön. Können wir denn hier noch irgendwas forschen, was keine Riemen kostet? Ach, sieht sehr schwer aus. Ja, die Trophäe, aber da haben wir auch kein Hirschfell. Geben wir sie einfach mal in Auftrag. So, was wollte ich dann noch tun? Stroh. Stroh, da war ich eigentlich ja schon hier richtig. Und vergesse es dann wieder. Genau, Stroh.
Da ist auf jeden Fall Auftrag angelegt. Dann einmal zum Drescher. Und schauen wir mal, was der sagt. Hier ist nämlich nichts angelegt. So. Und das ist das Problem. Wir machen jetzt mal 20. Und zwar auf Auffüllen. Genau. Dann brauchen wir ja noch 5 Weizen. Aber da müssen wir leider zuerst hierhin, denke ich. Ich glaube, wir können das leider nicht umgehen, wenn wir das jetzt einfach ins Inventar tun. Naja, was soll's. So, alle sind zufrieden. Wir können ja mal ganz kurz... Irgendwas ist fertig geworden, glaube ich. Hier in die Bevölkerung schauen, weil das würde mich schon interessieren, was die so davon halten. Carpetbagger, minus 5. Mehr als 3 Siedlerkollegen, die aus demselben Dorf stammen. Ach so, das ist das, was ihr gemeint habt. Ja gut, okay. Dann sparen wir halt jetzt für das nächste Dorf. Ja okay, Alice, tut mir sehr leid. Ihr geht's gut. Pessimist hat das Pessimistenmerkmal. Es wird ein schlechter Tag. Du kannst mich auch mal. Kit geht's gut, nachdem er Schuhe bekommen hat. Er ist satt. Er hat es auch mit dem Carpetbagger. Und er auch. Ja, schade. Vielleicht müssen wir dann doch einen wieder loswerden. Wen könnten wir denn davon loswerden? Also, die Alice ist halt auch aus dem Dorf. Aber ich glaube, wenn ich jetzt Alice Cooper rausschmeiße, dann seid ihr mir richtig böse. Der Ernst ist aus dem Dorf. Der hat halt aber viel Jagen. Allerdings hat Phoebe auch viel Jagen und sie hat halt Einhand 6 von 8. Er hat Einhand 2 von 4. Ja, okay, dann vertreiben wir Ernst. Es tut mir leid. Dann müssen wir das halt jetzt einfach mal so machen und dann müssen wir Phoebe aber jetzt hat andere Dinger geben. Jagen ist eins. Bauen brauchst du jetzt nicht unbedingt. Forschen auch nicht. Kochen brauchst du nicht. Was ist das jetzt gleich nochmal? Lieferung machen wir mal bei dir auf 2. Holzfällen brauchst du nicht. Felddingsen nicht, das nicht. Was ist denn das? Schmelzen. Schmelzen 0 und dann machen wir sie bei der Herstellung nochmal auf 2. Okay, und ich kann sie als Reservewache machen. Und, stimmt, der Einzige, der nicht Reserve war, war ja Kit. Alice ist auch keine Reservewache, obwohl die eigentlich ganz gut in der Einhand ist. Deswegen auch du Reservewache. So Leute, jetzt genug hier geschaut. Wir gehen ins Pennen, damit wir ganz schnell nach Bretsdorf gehen können. Ein neuer Tag bricht an und allen geht es gut. Stroh wird hergestellt. Und sie macht hier unsere Klamotten. Die braucht man, glaube ich, jetzt aber erstmal nicht mitnehmen. Was ich mitnehmen wollte, ist Essen. Nehmen wir mal davon eins und davon. Das kann mal hier rein. Ich meine, wir finden halt auch auf dem Weg Essen, deswegen will ich denen das eigentlich nicht wegnehmen, denn wir haben ja nur noch 3 Tage bis zum Winter. Verbände sind da schon wieder neu hergestellt worden oder eben nicht? Ja, dann nehmen wir 2 Verbände mit. Was könnten wir noch mitnehmen? Kann ich den eigentlich irgendwo hin tun? Nö. Wir können nichts mehr mitnehmen. Wir sind fertig. Jetzt möchte ich nur noch ganz kurz... Nee, wisst ihr was? Die Münze nehmen wir mit. Dann können wir ihn nämlich gleich bestechen, wenn wir im Redwood sind. Da müssen wir einfach wieder über die Brücke und ich schätze mal immer geradeaus. Deswegen machen wir uns doch mal auf die Socken. Aufträge haben sie hier ja genug. Daran soll es ja nicht scheitern. Genau, und dann bin ich mal gespannt, was im Bradstow ist. Ja, genau. Jetzt weiß ich nicht, ob der Weg interessant für euch ist. Ich
blende ihn jetzt mal aus, damit wir einfach ein bisschen mehr Gameplay haben. Und falls irgendwas passieren sollte, dann schneide ich das natürlich rein. Also Leute, ich bin jetzt auf dem Weg nach Bradford, hier auf dieses kleine Häuschen gestoßen und hier ist eine gute Dame, die Kräuterkundlerin, und bei der kann man hier wirklich richtig viel geiles Zeug kaufen und das werde ich auch tun. Ich kaufe jetzt zweimal Baumwollsamen, Salbei kriegt man so, Hanf auch, rote Beete nehme ich mit, Radieschen, Knoblauch, gab es nur einen? Oh, jetzt habe ich irgendwas tausendmal gekauft, egal. Leinsamen brauchen wir nicht, aber Zwiebelsamen können wir auf jeden Fall auch zwei mitnehmen. Genau, wir haben Radieschen, Zwiebeln. Hier ist natürlich auch wieder das ganze Zeug. Komm. So. Wieso geht es nicht da hoch? Why is it not going? Ja, jetzt. Sehr schön. Und den Pilzeintopf können wir auch essen. Genau, auf jeden Fall könnt ihr hier echt richtig viel cooles Zeug kaufen und verkaufen könnt ihr auch was. Das mache ich aber jetzt nicht. Wir gehen jetzt weiter nach Bradford. Ich kann es mir einfach nicht merken, Mann. Ja, und wir sind jetzt in Brad angekommen und uns begrüßt hier natürlich gleich ein Katzi. Hallo, warum kann ich dich aber nicht streicheln? Oh Gott, bist du süß. Naja, wurscht. Bevor ich euch damit langweile, schauen wir uns doch hier mal um. Im Prinzip sieht es aus wie jedes andere Dorf bisher auch, nur vielleicht ein bisschen hügeliger, hätte ich jetzt gesagt, aber auch richtig urig und gemütlich. Hier hinten läuft auf jeden Fall schon ein Quest-Mobs. Deswegen rennen wir dem jetzt irgendwie hinterher über Stock und Stein. Frau Quest-Mobs, hallo. Ach Gott, so viel Act, so einem Quest-Ding hinterher zu laufen. Hallo, Helga. Wie kann ich denn dir helfen, gute Helga? Was ist los, meine Liebe? Es ist mein Mann. Er ist auf die Jagd gegangen, aber er ist ungewöhnlich lange weg. Irgendwas Schreckliches ist passiert. Ich spüre es. Ich verstehe, dass du beunruhigt bist. Wo soll ich anfangen zu suchen? Er sollte im Wald sein. Danke. Bitte. Bitte, Frau Helga. Der Zorn der Ehefrau. Oh, oh. Ich glaube, da kriegt einer eins auf die Mütze, wenn er nach Hause kommt. Ha. Naja, mal gucken, was sie sagt. Oder er ist auch schon wieder von irgendwelchen Wölfen zerfleischt worden. Da lang. Morning, friend. Morning, friend. How you doing? Oh, wisst ihr, was ich total verloren habe? Und zwar sind es diese Dinger hier. Sagt mir mal bitte, was ich genau damit machen kann, während wir hier unsere Quests ablaufen. Patrick! Greetings! Unsere Situation ist schlimm. Kannst du uns beim Sammeln von Kupfer helfen? Ja, natürlich. Ich bin vorsichtig, keine Angst. Oh, 5 Kupferstücke brauchst du gleich. Das ist ja gar kein Problem. Und hier läuft auch noch irgendwo... Wer hier? Hans. Du Hans, wurscht. Wie kann ich denn dir helfen? In Ordnung, ich werde dir ein paar Pfeile bringen. Übrigens, Leute, habe ich hier unten bei der Kräutertante gleich noch ein Reiseschildchen gebaut, weil ich mir dachte, wenn ich Samen oder so brauche, dann kann ich halt einfach zu ihr hindüsen. Und eigentlich würde ich dasselbe gerne hier in Bradford machen. Da ist der Ältere, oder? Nee. Warte mal. Nee. Ich suche den Älteren hier von dem Dörfchen. Wurscht, dann gehen wir jetzt mal raus und dann baue ich nämlich noch ganz kurz ein Reiseschild. Und dann können wir ja eigentlich mal gucken, welche Quests wir hier gleich in der Nähe erledigen können. Und welche halt eben nett.
Wir haben ja auch wieder 1509, aber ich denke, die werde ich hier noch nicht rekrutieren können. Weil die alle noch zu... wartet mal. Ich würde das eigentlich gerne... Ja, wobei, ich kann doch von dem auch hierher laufen. So weit war das jetzt nicht. Ja. Dann schauen wir mal hier rein. Ja, das ist in Herrendienst. Sicherheit geht vor, das ist auch in Herrendienst. Pfeile braucht er. Ein Bronzepfeil und zwei Stoffköcher. Oh, ich glaube, Bronzepfeile kann ich noch nicht. Fünfmal Kupfererz. Und den vermissten Mann finden. Ja, suchen wir mal ihren vermissten Mann. Der ist da. Oh Mann, und weh, da sind wieder irgendwelche blöden Banditen. Dann raste ich aus. So, und wenn ich derzeit Kupfer sehe, dann kann ich ja auch Kupfer mitnehmen. Kannst du dein Schild bitte nehmen? Ich habe Angst, dass uns schon wieder irgendwer überfällt. Über Stock und über Steine. Aber brich dir nicht die Beine. Lass dich lieber gleich umbringen. Davon kann ich Lieder singen. So, der Wald hier sieht natürlich ganz anders aus. Oh, schaut mal. Hier ist ja auch richtig der coole See, Leute. Geilo. Also hier unten könnte ich mir auch richtig ein geiles Dorf vorstellen. Und da unten düst wäre im Wald, ich habe es genau gesehen. Ja, Mann, hier wäre es ein richtig geiler Platz für so ein Dorf. Und da ist sogar eine Insel. Ich weiß nicht, ob man da hinkommt, aber... So, jetzt schauen wir mal, was passiert. Nix. Gut. Ach so, Stone ist hier. Braucht aber Kupfer, ne? Na gut. Können wir jetzt nicht mit dienen. Wir gehen jetzt erstmal zu dem Typi. Wow, voll cool. Müssen wir wieder alles wegstecken, sonst redet er nicht mit uns, weil er Angst hat und sich in die Hosen scheißt. Hi. Ach, steck's halt weg. Oh nein, oh mein Gott, was hab ich getan? Geht's dir gut? Du siehst nervös aus. Oh ja, ganz gut, danke. Es ist nur mein Begleiter da drüben. Er hat versehentlich etwas Rauch von einem Feuer eingeatmet und ist ohnmächtig geworden. Er lebt, er muss sich nur ausschlafen. Bist du sicher, dass es ihm gut geht? Ja, ja, ich bin ein Heiler, mach dir keine Sorgen. In Ordnung. Ja, wo ist er? Der Vermisste? Hä? Nochmal. Wartet mal. Hier liegt Blut. Ah, da ist er. Leiche. Ach, wie ich sehe, wurde er von einem Wildschwein angegriffen. Sprich mit Eric Bria. Kann ich das hier looten? Nö. Ist er das jetzt? Ich sehe nichts. Warte bitte, ich bin kein Bandit. Du hast 10 Sekunden, um dich zu erklären, Junge. Mein Name ist Eric. Dieser Mann war Jäger. Nachdem ich dachte, ich würde vermisst, wir haben uns gestritten, die Dinge sind außer Kontrolle geraten. Ich habe ihn in den Kiefer geschlagen und bla bla bla. Jetzt stehe ich hier und weiß nicht, was ich tun soll. Sollen wir ihn decken oder nicht? Nein, wir sagen ihm einfach, er soll ins Dorf gehen. Du willst also dein Leben mit einer Lüge verbringen? Du hast recht, ich bin kein Feigling. Sagt meiner Frau, was passiert ist. In Ordnung, also müssen wir jetzt mit seiner Frau Helga sprechen. Die wieder hier oben ist. Natürlich, wie kann es denn anders sein? Dann gehen wir halt wieder zurück. Und reden mit Helga. Ob Floki auch in der Nähe ist? Mal schauen, wer das verstanden hat. Pilz. Ach Quatsch, what am I doing? Pilz essen. So. Und ich würde mal sagen, nach der Quest gehen wir mal nach Hause. Schauen, was da so abgeht. Helga, was bist du? Gastwirt. Neu Coin, neu Ruhm. Ich möchte keinen Ruhm. Ich möchte die Helga sprechen. Bitte einmal Audienz bei Helga. Hier ist sie. Hallo. Hast du meinen Mann gefunden? Ja, ich weiß, warum er verschwunden ist, aber ich bin mir nicht sicher, ob du es von mir hören willst.
Was ist denn passiert? Der Jäger ist gestorben. Ein Eber. Aber ich bin froh, dass Eric lebt. Danke, dass ihr ihn gefunden habt. Bitte nehmt dies als Belohnung. Nehmen wir mal Jagen. Und Vertrauen in Bradford gewonnen. Alles klärchen. Wo geht's denn jetzt zu unserem Schild? Da hinten einfach lang. Immer der Nase nach. Immer der Nase nach. Eine kurze Audienz im Plumpsklo gefällig. Die haben nämlich jetzt hier auch schon ganz schön viele von den robusten Hemden. Fertig. Schaut mal hier. Das ist halt wirklich nicht so weit zum Laufen. Guck mal, wenn ich mir jetzt überlege, dass das bis hier runter geht und das heißt alles irgendwie gleich Horndien, Herndien. Wer soll da noch durchblicken? Brigantenhauptquartier, oh Gott. Das möchte ich nicht erleben. So, wir sind wieder zu Hause angekommen. Jetzt mag ich mal ganz kurz hier nochmal checken. Oh. Man kann es eigentlich fertig bauen, so wie es ausschaut. Aber keiner tut's. Das heißt, auch hier ist wahrscheinlich das Stroh aufgefüllt. Nee, zwei Stück noch. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Ihr kümmert euch schon drum. Hoffe ich. Was geht hier sonst noch so? Was ist das? Wohnzelt haben sie auch immer noch nicht fertig gemacht, oder wie? Hä? Ach so, ja, das ist ja hier. Komm, dann bauen wir das jetzt mal schnell fertig. Was soll denn das? Die Arme ist total... Nee, sie ist nicht mehr wohnungslos, weil wir ja den einen rausgeschmissen haben. Naja, gut, aber wir brauchen es ja sowieso. Wir bauen zwar gerade noch ein Haus, aber das Wohnzelt ist ja jetzt auch nicht so teuer. Cool. Dann bringen wir doch mal unsere gewonnenen Samen hier rein. Also rote Beete, Baumwollsamen, Zwiebel, Kartoffel. Habe ich die auch gekauft, oder wie? Daran kann ich mich nicht erinnern. Naja, ist wurscht. Und hier können wir das Holz reinlegen. Jawohl, sehr cool. Jetzt schaue ich mal kurz, ob wir fünf... Ah ne, wir haben gerade nur drei Kupfererz da, zumindest in dem Lager. Und in dem haben wir mehr. Das heißt, wir können fünf davon mitnehmen für den Typen. Dann, wo sind denn die robusten Hemden? Hier. Zweimal robuste Hemden. Jetzt lass mich mal schnell schauen. Das war der hier. Und der 5 Kupfererz. So, also das könnten wir eigentlich machen. Und dann noch die 5 Weizen. Aber ich glaube, dass wir das jetzt im heutigen Part dann nicht mehr schaffen werden. Das heißt, meine Lieben, dass ich natürlich den Part an der Stelle auch mal wieder beenden werde. Und mich natürlich bei euch fürs Zuschauen bedanke. Habt einen schönen Abend, ihr Lieben. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Wie immer, ich hoffe, ihr auch. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann, einen schönen Abend und bye.